Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Es regnet dummerweise. Gerade angefangen. Aber irgendwie komme ich da schon durch. Wo ich bin, erzähle ich nach dem Intro. Buh. Ich bin heute wieder im Wald unterwegs, im Taunus. Gerade aber unter der Autobahnunterführung und laufe in den Wald hinein. Da bin ich schon wieder draußen. Ja, ich will heute meine 10 Kilometer voll machen. Und wenn ich das schaffe, bin ich glücklich und froh. Jetzt muss ich aber gucken, dass ich erstmal in den Berg hier hochkomme. Weil der ist nicht so ohne. Ich melde mich gleich, wenn ich ein ganzes Stück weiter bin. Puh, ich bin da oben auf der Kuppe angekommen. Nicht ganz, sondern ein Stückchen fast oben auf der Kuppe. Bis gleich. Nach gut 25 Minuten melde ich mich wieder. Es läuft alles okay. Beine sind gut. Regen hat aufgehört. Hat eben ein bisschen stärker geregnet. Dann hat er wieder aufgehört jetzt. Also alles wunderbar. Ich bin froh darüber, weil wenn man im Regen läuft, braucht man die richtige Kleidung. Das habe ich heute nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall laufe ich jetzt mal weiter und gucke, dass ich meine gute Stunde voll kriege. Vielleicht ein bisschen mehr. Und dann ist alles geil. Nach gut 45 Minuten merke ich, wie ich müde werde. Die Beine werden schlappi, langsam. Aber die Stunde mache ich auf jeden Fall voll, vielleicht ein bisschen mehr. Und dann habe ich heute was getan, was anständig war. Nicht irgendwie so luschi-luschi-mäßig. Ihr müsst auch Sport machen, das ist ganz wichtig. Bewegt euch ein bisschen. Wenn ihr euch bewegt, holt ihr ein paar Minuten raus, den ihr länger lebt, sagt man. Ja. Ein paar Minuten, ein paar Stunden, ein paar Tage bringt was. Wenn ich morgen umfalle, tot umfalle, einen Herzinfarkt hatte, dann wäre ich eigentlich schon vor 3 Jahren umgefallen. Nach der Rechnung. Oder es war alles Käse und umsonst. Ja, egal. Also, ich glaube daran, dass man, wenn man fit ist, ein besseres Leben auf jeden Fall hat zwischendrin. Deswegen mache ich das. Dafür quäle ich mich jedes Mal in den Wald oder zu den Taunusfightern oder wo auch immer hin. Solltet ihr auch tun. Irgendwas tun, zu Hause, unterwegs, scheißegal. Ich laufe mal weiter, bevor ich mich hier verschwatze. Wieder auf dem Weg zurück. Unterführung wieder hinter mir gelassen. Lauf jetzt zum Auto, noch eine kleine Schleife und dann habe ich die gute Stunde rum, Stunde 5 vielleicht, wenn es gut läuft, schaffe ich das gut. Alles super. War anstrengend heute, muss man sagen, aber ich habe es durchgezogen. Das ist wichtig, sehr wichtig sogar. 1:03 bin ich dann gelaufen, jetzt am Ende. Alles cool. So wollte ich es haben. War in Ordnung heute. War echt in Ordnung heute, auch wenn die Beine ein bisschen schlapp waren. Aber klappt schon. Ich fahre jetzt nach Hause, bin schon beim Fahren. Total verboten. Achso, muss ich nur anschnallen. Oh. Anschnallen noch wichtiger als nicht quatschen. Ja, macht auch Sport. Ganz wichtig, dass jeder für sich irgendetwas betreibt. Und runter vom Sofa heißt es noch Sport machen. Ich versuche hier gerade sicher nach Hause zu kommen. Cheerio, Miss Sophie.